Der Verso im Spring-Sortiment ist für mich das Multitool in unserer aktuellen Produktpalette, weil in Abhängigkeit von der Flächenbelastung kann ich den Verso völlig unterschiedlich nutzen. We work a lot on the profile. We find a profile that is working with different wind loads, really good. So we use nitinol with different lengths. It's depending from the loaded ribs and the unloaded ribs. So at the end, the structure and the material we have used, we have a semi-light wind that is starting from a little bit less than 3 kilograms, and it's suitable for schooling also, and durable a lot. Der Verso hat auf jeden Fall ganz klar den Fokus auf Hike and Fly und richtet sich aber in dieser Gruppe eigentlich sowohl an Einsteiger und Genusspiloten, wenn man ihn im unteren Bereich des Gewichtsbereichs betreibt, als auch eben an die, die das Ganze sportlicher sehen und bei denen der Hike-Anteil einen wesentlichen Teil des Flugtages ausmacht. Wenn ich wirklich ans obere Ende des Gewichtsbereichs gehe, dann dürften auch diejenigen glücklich damit werden, die vielleicht im Herbst eigentlich nur eine Abstiegshilfe haben wollen, aber Dynamik und Flugspaß pur genießen wollen. Für mich bietet der Verso alles, was ich mir von einem Gleitschirm wünsche. Das heißt, wenn ich an den Startplatz komme, habe ich eine einfache Leinensortierbarkeit. Ich habe keine komplizierten Dynema-Tragegurte. Ich muss mich nach einer längeren Flugpause nicht erstmal wieder reinfinden. Es ist alles vertraut. Nach dem Abheben hat man sofort einen sehr kompakten Schirm über sich und fühlt sich sofort zu Hause. Und trotzdem lässt das Handling eigentlich keine Wünsche über. Bei der richtigen Flächenbelastung hat man ein wirklich ansprechendes, spaßiges Handling. Und es macht wirklich Laune, sage jetzt mal regional, das Fluggebiet mit dem Verso zu erkunden.